Warum gerade der Einstieg in Werbung für Fotografen und Filmmacher perfekt ist. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmund Rietze hier und heute sprechen wir darüber, warum es gerade für Fotografen und Filmmacher ein extrem guter Einstieg in die Werbung ist. Sei es jetzt darum, dass du das über Social Media machst, Facebook, Instagram, sei es jetzt darum, dass du LinkedIn, Pinterest und wie die ganzen Plattformen heißen nutzt. Du als Fotograf oder Filmmacher hast extrem gute Karten. Warum? Weil du hast sehr viel Bildmaterial und Videomaterial, was du sofort für Werbemaßnahmen verwenden kannst. Das heißt, du kannst direkt loslegen mit der Werbung. Natürlich die ganzen technische Anbindungen, die Webseite, Werbetexte, das muss auch alles stimmig sein. Aber ich sag mal, das ist relativ schnell gemacht anstatt Bildmaterial. Jemand, der in einem anderen Gebiet, also jemand, der nicht Fotograf oder Videograf ist, und kein Bildmaterial hat, ist schwieriger, das herzustellen. Ja? Das heißt, sich nochmal einen extra Termin zu machen, extra jemanden nochmal einzuladen, jemanden zu finden, der auch mit ihm genau diese Perspektive nochmal aufnimmt, die er haben will, das kann extrem lange dauern und dann verzögert sich alles immer sehr schnell. Vor allen Dingen haben die ja auch nicht die Ästhetik bzw. das Wissen, wie denn dieses Bild auszusehen hat. Das weiß natürlich ein Fotograf oder Filmmacher. Und mit Sicherheit hast du auch extrem viel schon in deinem Archiv. Du hast irgendwo auf dem Rechner extrem viel Bildmaterial, was du direkt verwenden kannst. Bist du Porträtfotograf, hast du extrem viele verschiedene Porträts. Das heißt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt Porträtfotograf bist, kannst du ja viel, viele verschiedene Typen, ja, ob das jetzt Mann ist, Frau ist, blond, brünett, jung, alt und so weiter und so fort, oder Hochzeitsfotograf, ganz viele verschiedene Hochzeitspaare, verschiedene Typen, weil man fühlt sich auch zu anderen Typen ganz anders angesprochen, ja. Und wenn jetzt jemand das nicht hat, das heißt, jemand schaltet für sich und seine Werbung, sich und sein Unternehmen Werbung, dann macht er jetzt vielleicht ein Shooting am Wochenende, hat davon ein Bildmaterial, aber ob dieses Bildmaterial funktioniert oder nicht, das ist die Frage. Vielleicht passt auch einfach dieser Typ einfach nicht. Man hat eine Frau jetzt genommen als Model, vielleicht wäre der Mann besser gewesen. Aber jetzt nochmal zusätzlich Frau und Mann und verschiedene Typen einzuladen, um ganz viele verschiedene Fotos zu machen, das kann natürlich für den Anfang, das wird am Anfang nicht jeder überhaupt diese Weitsicht haben, das überhaupt gleich mitzumachen, ja, weil die denken, okay, ich brauche ja nur Fotos, mach das einmal, dass da aber viel mehr dahinter gehört und dass es sein kann, dass diese Art von Menschen nicht ansprechend sind für deine Zielgruppe, das weiß die Person ja nicht. Zudem, klar, könnte man jetzt sagen, dann nehme ich ja irgendwelche Stockfotos oder sowas. A, muss man natürlich gucken, ob man dafür ja dann die Rechte hat und B, funktionieren Stockfotos in der Regel nicht so gut, ja. In der Regel ist es auch so, wirst du wahrscheinlich von deinem eigenen Verhalten kennen, wenn du auf Instagram, Facebook umherscrollst, siehst irgendwie Unternehmensnamen und so ein Stockfoto, das wird direkt so als Werbung abgestempelt und das wird wegscrollt. Da schaust du gar nicht mal eine Sekunde hin, das ist so im Unterbewusstsein schon so weg. Beim Fotografen ist es was anderes, ne? Also natürlich, erstmal im Bestfall hast du auch Werbung, Fotos, nicht nur reine Porträts, sondern vielleicht auch ein bisschen behind the scenes, dass man dich sieht mit der Kamera in der Hand, wie du gerade am Fotografieren bist, aber natürlich auch fertige Fotos. Ne? Also beim Fotografen will man aber natürlich auch so hochwertig wie möglich haben, wenn du dein Dienstleister Fotograf oder Filmmacher ist und dort ist natürlich das so High-End-Qualität, ist das vollkommen in Ordnung, weil die Leute wissen ja, dass du Fotograf oder Filmmacher bist. Was ich hiermit sagen will, ist natürlich für einen anderen Unternehmen, also alles außerhalb der Fotografen- und Filmmacher-Bubble, ist das natürlich eher nicht zielführend, so hochwertige Fotos zu haben, weil man sofort denkt, ah, okay, Werbung, zack, weiter wird gescrollt. Das ist sogar so wichtig, dass es mittlerweile Agenturen gibt. Es gibt Agenturen, die reines Bildmaterial machen für Unternehmen. Ja? Also mal angenommen, was ich, Handwerksbetriebe, irgendwelche Fitnessleute, die brauchen alle Bildmaterial, die müssen sich das alles einkaufen. Ja? Da bist du vielleicht dann auch vielleicht direkt gefragt, dass du dann für die Fotos oder Videos machen kannst. Und ja, das kann dann mal schon mal 1.000, 2.000, 3.000 aufwärts kosten. Einen guten Imagefilm vielleicht sogar nochmal 5.000 aufwärts. Das kann für viele Leute schon mal ins Geld gehen. Ist auch richtig so, gute Qualität soll auch gutes Geld kosten. Aber was ich jemand sagen will ist, diesen Aufwand brauchst du nicht, weil du hast mit Sicherheit extrem viel Bildmaterial und irgendwas auf der Festplatte, was du direkt jetzt sofort verwenden kannst für Werbemaßnahmen.
Und das ist ein extrem großer Vorteil. Also das zu verstehen, dass du direkt loslegen kannst, mit ordentlichem Bildmaterial direkt richtig auf dich aufmerksam zu machen, zu testen, weil du ganz viele verschiedene Bildmaterial hast, das ist sehr, sehr viel wert. Und das kann nicht jeder da draußen. Das können nur die Fotografen und Filmemacher, weil die natürlich dieses Bildmaterial erstellen. Also nutze diesen Vorteil auf jeden Fall aus. Teste ganz viele verschiedene Bilder, verschiedene Videos, verschiedene Typen. Du hast diese Möglichkeit. Diese Möglichkeit haben die anderen Leute da draußen, wie gesagt, nicht. Und damit hast du einen extrem großen Marktvorteil. Ja, du hast einen extrem großen Marktvorteil, den du auch ausspielen solltest, weil du hast nur diesen Marktvorteil, wenn du natürlich diese Karte auch ausspielst. Und hier ist einfach so ein kleiner Gedankengang, ne? Du hast jetzt 10 verschiedene Bilder. Ja? 5 Frauen, 5 Männer. 2 schwarzhaarig, 3 blond, vielleicht sogar ein bisschen punkig, mal Businessman, Businesswoman, mal jung und mal alt. Und dann merkst du, krass, von diesen 10 verschiedenen Typen, das sind ja alles 10 ganz verschiedene Arten von Menschen, funktionieren vielleicht nur 2 oder vielleicht sogar nur einer extrem gut. Vielleicht gibt es nur ein Bild, wo man sagt, okay, die Businesswoman, die Frau, die Blondine, wer weiß warum, das ist das Bild, wo die Leute am allermeisten draufklicken. Und der Rest ist eigentlich so lala oder überhaupt gar nicht erwähnenswert. Und das hättest du nicht herausgefunden, wenn du nicht dein ganzes Bildmaterial mal getestet hättest. Es kann wirklich an so kleinen Sachen hängen bleiben, wie ein Bild, was alle anderen outperformt. Ein Bild, was alle anderen um Längen schlägt. Und mal angenommen, du wärst jetzt ein anderes Unternehmen und müsstest dir jetzt ja einkaufen, Fotos oder Videos, machst dann ja okay, ich bin im Businessbereich tätig, ich hole mir einen Businessman im Anzug, ganz normal ab 35 und ja, das Bild funktioniert nicht. Dann hast du dir, denkst ja, okay, Werbung funktioniert nicht, Shooting funktioniert nicht, alles doof. Hätte er aber bloß eine Sache geändert, kein Businessman, sondern vielleicht eine Frau, die blond ist, die vielleicht, was weiß ich, 40 ist oder sowas, das war so der beste Sweet Spot. Dann hätte alles funktioniert, dann wüsste er, die Fotos funktionieren, er wüsste, die Werbung funktioniert, alles wunderbar. Es kann an so Kleinigkeiten, kann das wirklich hängen bleiben. Ganz wichtig, das heißt jetzt nicht, dass du ganz viel Portfolio brauchst, das heißt jetzt nicht, dass du ja unendlich viel an Sachen anhäufen musst, sondern wenn du 3, 4, 5 Shootings hinter dir hast und hast schon einiges an Bildmaterial, das reicht vollkommen aus, um damit schon mal loszulegen, dass du da schon mal die besten raussuchen kannst und dann mit den kommenden Kunden kannst du ja weiter dein Portfolio aufbauen, ja, nicht, dass du dann in so einer Abwärts-TFP-Spirale hängen bleibst und nur auf TFP-Basis dann irgendwelche Shootings durchführst, aber mit Sicherheit bist du ja schon länger dabei und hast extrem viel Material, was du schon direkt verwenden kannst. Warum Werbung schalten extrem wichtig ist und warum es dich Geld kostet, wenn du es nicht tust, da verlinke ich dir mal hier ein Video. Schau dir das unbedingt jetzt im Anschluss an. Und wenn du natürlich Fotograf oder Filmemacher bist, der extrem schnell vorankommen möchte, dann trage ich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns ein unter www.edmund-rietze.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann.